Hallo? Moin, Olli. Hier ist Klaas. Ey, Klaas. Sag mal, störe ich gerade? Was machst du gerade? Ich bin am Tacken gerade. Ah, cool. Nee, ich wollte nur noch mal anrufen, weil letzte Woche mit diesem Bürostreichen, ne? Ich habe da noch mal drüber nachgedacht. Ja, das mit den Pranks, ey. Immer Pranks auf meine Kosten, ey. Das geht mir langsam auf die Nerven. Ich bin erstmal raus aus der ganzen Nummer. Ich weiß das auch und ich wollte mich bei dir entschuldigen. Und zwar, vielleicht nimmst du es ja an. Wir machen einen Büroausflug und ich wollte dich fragen, ob du mitkommen möchtest. Wir fahren in den Heidepark Soltau. Heidepark? Mhm. Mit der Holzachterbahn? Dem Kolossus? Ja. Mit dem Limiter 71 Meter in die Höhe in den Turm schießen, der 1985 gegründet wurde von dem Herrn Heide oder so? Ja, genau, genau das, ja. Und wenn du willst, kannst du mitkommen. Oh, wie geil, oh, wie geil, oh, wie geil. Ey, da bin ich auf jeden Fall dabei. Heute fahren wir los schon. Ey, ich komm gleich rum, okay? Nee, nicht sofort. Nein, 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 später. Nein, nein, wir können jetzt noch nicht los. Bis gleich. Joko ist doch gar nicht der... Heidepark. Oh, Mann, ey. Warte mal, wie... Geht's los? Nein, es geht los, aber jetzt doch noch nicht. Ich wollte es ja gerade sagen, aber heute Abend fahren wir los. Wie heute Abend erst? Wir schlafen da. Wir schlafen da? Wir schlafen da. Wir fahren in 2 Stunden. Was hast du eigentlich auf dem Rücken da? Von Rucksack. Aber ich muss jetzt das hier noch fertig machen. Heute Abend ganz in Ruhe fahren wir los. Ja? Und nerv jetzt nicht so die Leute, weil du so aufgeregt bist. Ja, sei für dich aufgeregt. Ja? Fecken, Alter! Olli, hallo! Wir fahren in Heidepark, hast du schon mitbekommen? Mhm. Das ist voll cool. Warst du schon mal im Heidepark? Ja. Ey, das ist der geil. Da gibt es eine Achterbahn aus Holz, es gibt eine Stahlachterbahn, es gibt eine Wildwasserbahn, es gibt so viele verschiedene Sachen. Du kannst Pommes mit Mayo essen, die haben eine eigene Pommessoße da. Die Heideparksoße, die gibt es nur im Heidepark. Wusstest du, dass der Heidepark, dass die Architektur des Heideparks, die orientieren sich an europäische Stadtkerne des letzten Jahrhunderts. Das wurde so gemacht, wie die Stadtkerne sind. Und genauso daran orientiert sich die Architektur des Heideparks, mit so einem zentralen Punkt in der Mitte. Thomas! Komm mal her, ich muss dir was erzählen. Komm mal her jetzt schnell. Wir fahren in Heidepark. Mit Joko, mit Klaas, mit dem kleinen bärtigen Mongo, der hier in der Redaktion arbeitet. Alle sind hier dabei. Heidepark! Du Spasti, wir fahren in Heidepark! Oh, das war jetzt... Sind Joko und Klaas schon zurück? Ey Leute, du bist doch der Star aus Berlin. Und ich bin hier nicht. Doch, du bist doch der, das ist voll Muskeln, ne? Geil, ne? Oder? Ja, das ist voll, und Sonnenbrand. Sonnenbrand und Muskeln. Und das ist ein alter Pirat, der hat 2 Holzbeine. Der muss da die ganze Zeit drin sein. Das ist ein Schauspieler natürlich. Das ist ein bisschen wie bei euch. Scripted Reality. Aber der ist dann da. Die Sache ist die, es lohnt sich nur, wenn wir wirklich heute Abend da ankommen und morgen früh losfahren. Ja. Ey, Joko kommt, ich muss auflegen, Thies. Hey! Alter! Ich warte schon den ganzen Tag. Heidepark! Nee, ich pack schon mal ein. Wir packen jetzt die Sachen ein und in einer halben Stunde geht's los. Ja, aber das... Halbe Stunde. Ja, aber ich will... Wann machen die morgen auf? Um 10. Ich geh schon mal rein. Mach Olli mal die Tür auf. Ja, mach mal auf. Linke Seite, Olli. Was ist denn mit dem los? Man freut sich. Es geht jetzt tatsächlich los, ja. Wir fahren jetzt auch. Olli Schulz, der war jetzt seit geschlagenen 6 Stunden hier. Jetzt haben wir ihn zwischendurch mal einfach in diesen Raum hier reingepackt, weil das einfach nicht mehr auszuhalten war. Aber jetzt ist es soweit, deswegen holen wir ihn jetzt mal raus. Och, Olli. So, es geht jetzt los. Geht es endlich los? Ja, wir fahren jetzt wirklich los. Wir müssen das ganze Zeug einräumen und ein bisschen was da machen noch und so. Das hätte alles noch länger gedauert, wenn du da jetzt auch noch rumgesprungen wärst. Deswegen ich. Geht das sowieso noch nicht los? Irgendwas ist doch immer. Nein, es geht jetzt wirklich los. Wir sind alle abfahrbereit, warten nur noch auf dich. Kann losgehen jetzt. Komm. Wirklich? Es ist halt immer das Gleiche. Wir gehen auf den Dreh. Klaas bereitet sich vor wie ein Weltmeister. Er hat irgendwie, keine Ahnung, 25, 30 Keks auswendig gelernt, die er dann im Laufe des Beitrags irgendwie streut. Olli für seinen Teil wird sich auch wieder irgendwas Krankes ausgedacht haben. Diesmal bin ich aber auch vorbereitet, ja. Das hier. Der gute alte Pupspray, ne? Einfach mal während der Fahrt unterm Sitz aussprühen und gucken, wie die Reaktionen sind. Die ganze Zeit ist es dabei und irgendwann geht die Bombe hoch, ne? So, von mir aus können wir. Olli, wo fahren wir denn hin, sag mal? Heidepark, Soltau! Ja, ne? Alter, es geht los. Ja. Ja, wir fahren in Heidepark.
Wir schlafen heute Nacht im Piratenhotel. Einzelkajüten, haben wir Einzelkajüten? Ja, hoffe ich doch. Das hoffe ich auch, ne? Der Smutje in der Kombüse verfeinert mit seinem Penis das Gemüse. Erzähl doch noch mal, dass du heute deinen Pimmel auch schon mal gezeigt hast. Nein, genau. Heute haben wir was gedreht. Cut! Cut! Haben wir was gedreht und eigentlich sollte die Kamera gar nicht laufen. Und Olli wusste auch nicht, dass die Kamera läuft, hat aber aus einer privaten Situation heraus gedacht, wenn ich mich schon mal umziehe, dann zeige ich dem Klaas auf dem Umlauf nochmal meinen Pimmel. Und das sah so aus. Ja. Guck mal, was ich hier mache, Mami Nacki für dich. Ja, hier, ja. Guck einmal. Ja. Hast du gesehen, ne? Ja, die Kamera läuft die ganze Zeit. Ich hab alles gesehen. Ich hab alles gesehen. Das wird nicht gezeigt. Wir dürfen gar keine Pimmel zeigen. Beruhigt dich das? Heidepark, das wird unser Tag! Ich muss pissen! Boah, stinkt das. Was soll die Scheiße? Hör mal auf damit jetzt! Du sitzt... Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Wir machen einen Büroausflug. Heidepark? Mhm. Ey, da bin ich auf jeden Fall dabei. Du Spasti, wir fahren in Heidepark. Oh. Heidepark! Heidepark! Ja! Der gute alte Pupspray, ne? Irgendwann geht die Bombe hoch, ne? Heidepark, das wird unser Tag! Wir fahren in Heidepark! Alter, das ist im Auto hier! Was machst du denn? Bist du wahnsinnig? Wir sind im Auto! Halt die Klappe! Heidepark, das wird unser Tag! Kann ich jetzt weiter pennen oder muss ich mir Sorgen machen? Heidepark, das wird unser Tag! Wir fahren in Heidepark! Im Ruhrwald ist kein Taxi frei! Bingo, bingo, bingo! Heide! Hey, Jungs! Heide! Jungs. Heide. Hey! Deine hallo, seid mal ganz ruhig! Ich glaube, wir haben was vergessen. Ich muss pissen! Ja, Joko muss ich schon. Ich kann auch. Ich muss schon, seitdem wir losgefahren sind. Das Köpfchen guckt schon raus. Ich muss mal eine ordentliche Stange Dreck aus dem Rücken drücken. Kannst du mal rechts ranfahren? Ich habe auch das leise Gefühl, dass das Schokoladenauto schon hupt bei Olli Schulz. An so einer Raststätte ist mal ein LKW hier, habe ich gesehen, wie der in so einer, im Graben war. Und davor war die Polizei mit dem LKW-Fahrer geredet. Er so, ich hab nicht gewichst. Ich hab nicht gewichst, hat er gesagt. Ey, weißt du, dass du dein Leben schon erfunden hast? Erster! Boah, stinkt das. Wer haut. Gib mal was rüber, bitte, ey! Olli, guck mal da, hier sind so. Hier sind so Nummern von so Perversen, die können wir anrufen. Oh, lass mal anrufen, Alter. Tiny Cock, Alter! Guck mal an, ich ruf an. Oh, du Ficker, Alter, was soll das denn hier? Mach das weg, Alter! Was soll denn die Scheiße? Hör mal auf damit jetzt! Ja, wir brauchen was zum Wegwischen. Ich geh noch mal zurück. Ach, Olli, da ruft nie einer an. Hier fährt jeder russische Trucker fährt hier links, Alter. Die haben so Q-Tips im Mund statt Zahnstocher. Jano? Ja. Hast du das weggemacht jetzt wirklich eben gerade? Ja, ja. Wirklich, ey, ich habe keine Lust, dass mich hier irgendein Psychopath anruft in der Nacht und mit mir ja rödeln will auf dem Parkplatz. Ich fand das übrigens echt nicht witzig, dass es schon wieder auf meine Kosten geht jetzt am Anfang. Wir sind noch nicht mal da. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Oh nein, hau ab. Oh. Ey, Alter, was soll das denn? Alter, Joko, du bist so eklig. Komm mal, bist rein, Ey, Joko, du bist so ein Idiot, ne? Du sitzt hier. Mach die Tür auf! Ey, Olli! Mach die Tür auf! Du sitzt selber mit im Auto, du Idiot! Ey, Joko, pass mal auf! Pass auf, du sitzt selber mit im Auto. Wir sind noch nicht mehr in Magdeburg, Alter. Aber das war doch, das geht nie wieder. Nein, das ist nicht lustig, Mann.
Ich steck da nicht mehr ein. Du verstehst die feine Linie zwischen lustigen Scheiß und dummen Sachen. Ja, verstehst ich weiß, du jetzt kommst nicht. Du mit der Tour oder was? Ja. Jetzt ist es wieder, du verstehst die feine Linie nicht. Das ist lustig und das nicht. Das ist ja, wahnsinnig Furzspray lustig. Furzspray auf 6 Quadratmeter ist, meine muss Güte. Man dafür einen Doktortitel wenn du, haben. Wenn du nicht im Auto sitzen würdest, würdest du als erster drüber lachen. Der lacht immer noch. Nein, geh mal rein, geh mal rein. Ist gut. So. Schneid das raus. Warum will das denn raus? Warum wird das denn jetzt raus? Ich will nicht, dass das rausgeschnitten wird. Warum soll das rausgeschnitten werden? Weil es eklig, weil es auch nicht ankommt beim Zuschauer. Oh, keiner weiß, wie ja, kacke das liegt. Oh Gott, Entschuldigung, dass mein Niveau an Humor euch beiden nicht ausreicht. Ganz ehrlich, du hast so einen Affen im Kopf, komm, der immer auf so Dinger. Hey, Olli! Olli, das ist echt. Olli! Hier, meine Socke, Alter, den ganzen Tag an. Olli! Hör auf! Olli! Hier ist der nackte Fuß nochmal. Komm, renn daher damit. Nimm den nackten Fuß. Hier. Yes. Ich hab so starke Füße. Ich hab so starke Beine. Hier. Joko, du hast keine Chance. Ich bin Fußexperte. Joko, du hast... Hilf mir doch mal, du Penner! Halt ihn fest! Hör auf jetzt! Hier, nimm meinen Fuß. Der stinkt so derbe Scheiße. Ich hab das gekotzt, wirklich. Da haben wir es dann. Mann, das ist Fußspray haben. Das bleibt im Mülleimer. Das kannst du einem Trucker schenken oder so. Der kann jetzt morgens nur die Achseln sprühen. Aber ich will nicht, dass das hier bleibt, dass das im Auto ist. Die sind noch nicht mal in Magdeburg, ne? Blue Jean Baby, L.A. Lady, seamstress for the band. Jesus freaks out in the street, handing tickets out for gone. Looking on, she sings the song, the words she knows, the tune she hums. Closer, tiny dancer. Count the headlights on the highway. Lay me down in sheets of linen. You had a busy day today. Lay me down in sheets of linen. Ich bin einen richtigen Mund. Ja, danke. Nee, danke. Piratenhotel. Alter, guck mal hier, Alter. Wandte mich, Pirat. Wir haben die Frage bestimmt schon öfter gehört, aber eine Frage muss ich stellen. Der Captain Hook, der hat doch wirklich mal hier gewohnt, oder? Nein. Was hab ich doch gesagt? Ja, nie hier. Hat nie hier gewohnt. Wer? Ja, der Captain Hook. Das wird unser Tag, ne? Das wird echt unser Wochenende. Der schönste Tag in unserem Leben. Auf jeden Fall. Hey. Jetzt ist auch dein Spiel, würde ich sagen, Herr Schulz. Bitte sehr. Aua, aua. Ihr Wahnsinnigen! Park. Das wird unser Tag! Ich muss pissen! Ja, was soll denn die Scheiße? Oh nein, hau ab! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Nimm den nackten Fuß! Der lacht immer noch! Piratenhotel. Der schönste Tag in unserem Leben. Wir sind da, Alter! Hey, ich bin mit Joko und Klaas da. Kennt ihr Joko und Klaas? Ja. Mit denen bin ich hier. Mit denen könnt ihr heute Fotos machen für 1 Euro. So viel Taschengeld habt ihr bestimmt. Da, da kommen sie. Jetzt nervt sie. Alle. Hier sind die beiden. Hier sind die beiden.
Hier sind Joko und Klaas. Fotos 1 Euro. Das ist wirklich, das ist so traurig. Ich guck mal, was ich schon an Kohle gemacht habe, Klaas. Ey, das sind Kinder, die machst du gerade voll glücklich hier. Was bist denn du für ein verkappter Nazi geworden? Guck mal, die Kinder gucken. Hi. Lach mal. Das war für die Kinder so, hier. Wisst ihr was? Ne? Wir werden uns jetzt entspannen, ne? Scheißegal. Denn wir, meine Herren, gehen heute in den Heidepark. Ja, Heidepark! 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 Halleluja! Guck dir das Ding an. Joko, guck dir das mal an. Jetzt! Hau ab. Wurms. Und ab in Affenarsch. Das ist viel zu hoch, ehrlich. Ja, also, was man wissen muss, ist, dass Joko Winterscheid, ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, wahnsinnige Höhenangst hat, also nicht mal das 3-Meter-Brett geht. Und jetzt will ich natürlich mit dir auch mal in so einer Krake fahren. Ne? Ich wusste, dass du hier Theater machen wirst, vor genau diesen Dingern. Deswegen habe ich vorgesorgt, ja. Ach, kannst du dich an diese beiden Schilder erinnern? Keine Reise ohne Games! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Runde. Spontan, wenn ich Sie wäre. Auch das haben wir lange nicht mehr gespielt. Klaas, bitte nicht. So, was jetzt kommt, sind natürlich Formalitäten, wenig überraschend. Aber wenn ich Sie wäre, dann würde ich jetzt mal schön eine Runde auf der Krake mitfahren. Ja, wenn ich Sie wäre, ne? Sie auch. Ja, sehr gut. Und wenn ich euch will, dann wird also, mir der Kackstift jetzt macht geben. Das keinen Spaß, echt. Bitte, lass uns. Können wir nicht easy irgendwie anfangen? Nein! Immer deine Hände? Ja. Mann, ey, bitte, ganz ehrlich, ne? Fuck. Oh. Fuck! Hallo. Boah. Guck mal, da ist Olli irgendwo. Scheiße! Guck mal, da ist Olli. Fuck! Mach Augen auf. Oh, fuck. Scheiße. Halt die Schnauze. Was will die Halt auf? Die Schnauze. Boah, ist das hoch, Alter. Oh, hör auf, Klaas. Die Welt von oben sieht so schön aus. Aber jetzt sind wir da. Guck mal, jetzt kannst du gucken. Oh, nein. Ey, mach bitte mal kurz hier auf. Nein. Oh, fuck. Oh Gott, ist das hoch. Oh Gott, ist das hoch. Wir kommen ja gleich wieder runter, du. Ja, bitte nicht. Lieber Gott. Lass das Ding jetzt einfach stoppen und wir müssen zurück. Oh Gott. In den Arsch von der Krake geht's jetzt rein. Oh Gott. Das ist echt die Hölle. Warum? Warum können die einfach nicht eine Achterbahn erfinden, die auf einer glatten Ebene fährt? Und, oh, meine Güte. Ja, und wie war's? Ach ja, ganz geil. So. Na komm. Joko, Klaas. Ja. Lass uns mal ein Foto machen hier. Ja. Abschiedsfoto von der Krake. Pass auf, jetzt. Genau, cool posen. Mach. So, yeah. Und jetzt. Drück genau drauf, wenn die Krake auch will ich das. Hast du jetzt drauf? Lachen! Super! Olli, du bist so ein Penner, ey. Olli! Ich bring dich um! Was soll ich denn? Ich bin nass, Alter. Bis auf die Ohren. Ja, schlimm, mir gibt's das schon, aber mich hat's auch viel schlimmer erwischt. Du bist so blöd, ne?
Aber das Foto ist gut geworden. Schön in die Kimmer rein. Guck mal da, sowas ist doch gut. Oh nein, nicht Gruselkabinett. Doch, Gruselkabinett ist doch super. Du bist ja nur mitgekommen, ne? Jetzt ja, aber ich bin mitgekommen als Sidekick. Jetzt ist auch dein Spiel, würde ich sagen. Also. Bitte sehr. Aber das macht keinen Sinn, so, warte. Nee, das macht keinen Sinn. Da tauscht ihr noch mal. So. So. Ich verstehe die Logik nicht von dem Spiel. Das ist egal. Das ist spontan, wenn ich du wäre. Wenn ich genau. Sie wäre, Entschuldigung. Wenn ich Sie wäre, würde ich jetzt mal als Erschrecker arbeiten. Lass als mich raten. Als Live-Erschrecker in der Kraken-Geisterbahn. Lass mich raten und ich muss mich gar nicht verkleiden, ne? Bitte was? Ich muss mich gar nicht verkleiden dafür, für den Job, ne? Ah, das ist ja ein lower Gag so, aber... aber recht aber hast recht, ja. Horrorkabinett. Sag mal, Joko, bist du dir sicher, dass du da rein darfst? Ja. Die Leute mit so einer Figur dürfen da nicht rein. Ja, hab ich einen Pferdeschwanz oder was? Ach nee, stimmt, ja. Dann also. Geht das, ja. Okay. So, hier ist der neue Erschrecker aus dem Freizeitpark. Die beiden pissen sich gleich ein vor Angst. Ach, wir sind noch gar nicht drin. Ich werde so böse sein. Sie werden Angst haben vor meinen Händen, vor meinem Bauch, vor meinen Füßen, vor diesem Schild. Ich bin so böse. Hier lebe ich auch. Das ist meine Welt. Im Dunkeln, in den Katakomben, im Dreck. Da fühle ich mich zu Hause. Ich muss mal kacken. Ich hasse Spiegelkabinette. Hallo? Warum gehe ich eigentlich vor? Alter, hör auf! Das ist eine Sackgasse, hier geht's nicht weiter. Nein, hier geht's nicht weiter, wo soll ich denn hier hin, Mann? Das ist auch kein, wie du mich da reinstopfst. Oh, Zwicken! Ah, okay, danke schön. Jetzt kommen gleich Klaas und Jucke, die muss ich erschrecken. Deswegen, ihr dürft mich nicht erschrecken. Oh, du, hau ab, ey. Ja, der MSV. Habe ich mich kurz erschrocken. Ja. Wo bist du denn? Ja. Ach, da. Ja, ist ja gut. Wir haben alle einen Schaden hier. Und? Passt auf euch auf! Ah, fuck! Scheiße! Mann. Ich mache heute so eine Piraten-Revue. Wer kommt auf so eine dumme Idee, eine Achterbahn aus Holz zu bauen? Ihr Wahnsinnigen! Schönsten Tag in unserem Leben. Wir sind da, Alter. In den Arsch von der Krake geht's jetzt raus. Oh. Super! Wenn ich Sie wäre, würde ich jetzt mal als Erschrecker arbeiten. Ich muss ja sagen, so langsam finde ich Gefallen an diesen Spielereien, die wir hier machen. Ja, wenn nicht alles mal so hoch wäre, ne? Und unser kleiner Freund Klaas, der ist gerade so lecker. Und wir gehen gerade am Desert Race vorbei. Weißt du oh, was? Das ist dieses Katapultstart-Ding. Genau, von in 2 Sekunden auf 100 Stundenkilometer. Und ich finde, wir haben jetzt so abgeliefert. Du bist mal dran, mein Freund. Und du kannst auch schön essen dabei. Und wirst mal dieses Ding jetzt fahren. Das ist meine Aufgabe für dich. Und der Deckel kommt auch noch schön ab. Und das ist dann noch mal eine doppelte Beschleunigung für die Sprite. Sagen wir mal so, wenn du den Mund einfach ganz weit aufmachst und einfach beides so hinhältst, kann es sein, dass es genau in deinen Mund reinfliegt.
klappt das überhaupt von der Größe her? Stell dich mal daneben, bitte. Stell dich mal, ob das passt. Olli. Ja, witzig. Gerade so eben darf er rein, komm. Gerade so reingekommen. Jetzt heißt es all you can eat. Ganz kurz, ja. Sag mal ganz ehrlich, wie hast du das denn hingekriegt? Deinen Rücken nass zu kriegen. Da habe ich mich eingepisst. Guck mal, Sven. Guck mal, Klaas. Eine Ente. Guck mal hier. Olli, du bist doch Norddeutscher, ne? Ja. Richtiger Norddeutscher. Der Norddeutsche ist von uns, ne? Ich bin auch beim Krabbenbrötchen gezeugt worden. Das heißt, du bist so eine Art, ja, das sind ja auch so nordische Seemannsleute, sowas bist du ja auch eigentlich, ne? Was willst du? Herr Rolf Umlauf, wenn ich Sie wäre, ne, dann würde ich dieser Piratenshow jetzt nochmal die Krone aufsetzen, ja? Und ein kleines Bonusprogramm geben, wenn die offizielle Show vorbei ist. Nein, nicht wirklich. Bitte nicht. Wir sitzen nach der Show. Und später? Ja, wir können gerne was essen. Und du machst das jetzt. Ne? Mega unangenehm. Ist das Olli? Alter, ich bin eigentlich erfahrener Bühnenhase, ne? Aber das wird mir ja alle meine Überwindung jetzt abfordern, abverlangen. Ich kann doch nicht mehr reden. Ich werde. Oh, ich weiß nicht, was ich erzählen soll gleich. Mega, Leute! Hey! Ahoi! Leute! Ich muss erzählen, Leute. Ich habe 4 Jahre unter Wasser gelebt. Ich wurde entführt von Fischen. Die haben mich unter Wasser gekellert und haben mich unter Wasser gezogen. Und dann haben die mich fertig gemacht. Ich musste 4 Jahre mit Fischen leben zusammen. Das war die Hölle damals. Und dann kamen 2 große Fische. Dann kamen 2 große Fische und haben mich befreit. Und die sind heute hier im Publikum. Einen großen Applaus mal für Klaas Häufer Umlauf und Joko Winterscheid. Und die bitten wir jetzt mal auf die Bühne. Kommt auf die Bühne, Jungs. Da sind sie. Jetzt hauen sie ab. Das dürft ihr nicht machen. Ich wollte noch erzählen, warum ich Captain Eierstock heiße. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Später. Ist das Unangenehme. Ist das Unangenehme. Wie unangenehm. Olli, das war gut. Das war mega peinlich. Ich habe mich so geschämt. Die Chinesen Olli. Haben mich alle angeguckt da drin. Ey. Aber Olli, ich glaube, du hast jetzt den Geist von, wenn ich Sie wäre, verstanden. Ja. Sag mal, Klaas, wo ist denn Joko überhaupt? Der sah eben so scheiße aus. Ja, dem geht's nicht so richtig gut, weil der hat gerade rausgekriegt, dass es die Seepferdchenbucht nicht mehr gibt. Ihr Wahnsinnigen! Ihr Wahnsinnigen! Dr. Seyes! Halleluja! So, ja, sehr schön! Die schnellste und höchste Holzachterbahn der Welt. Ist das ein komisches Wort, ne? Holzachterbahn. Wer kommt auf so eine dumme Idee, eine Achterbahn aus Holz zu bauen? Einer lässt da irgendwie eine Zigarette unten, dann brennt das ganze Ding wahrscheinlich im Sommer. Ja, wahrscheinlich. Olli? Ja? Ja, im Prinzip hast du ja Spaß an sowas, ne? Ich liebe den Thrill. Ja, du liebst den Thrill, aber ja. Was ich aber gerne hätte, ist, dass du eine deiner berühmten Erotikkolumnen während
der Fahrt des Kolossos. Och, dann kann ich das aber gleich genießen, den freien Flug. Ja, aber wie? Finde ich aber gut. Special Deal. Wenn ich euch wäre, wenn ich so wie ihr euch wäre, dann würde ich mitkommen und mal den guten alten Buddy Olli Schulz auf der Holzachterbahn begleiten. Ich das gerne. Ironisches Gedicht. Nein, das ist auch einfach mal. Es ist Kumpeltag hier was heute. Soll denn das? Abklatschen, abklatschen. Ich möchte danach eine Urkunde. Abklatschen. Ich möchte danach eine Urkunde. Ja. Ich möchte eine Urkunde dafür haben. Ey, du hast keine Ahnung, welche Qualen ich durchnehme. Eine Uhr und einen Kunden. Beides. Komm ab. Schlechter Gag. Mein Name ist Olli Schulz, der Erotikexperte von Neo Paradise. Heute mit einem Gedicht über unser Leben. Heute ist ein schöner Tag. Wir spritzen ab im Freizeitpark und schwenken mit der Partyfahne, denn wir sind geil, der Sack voll Sahne. In 130 Meter Höhe bläst bei uns eine heiße Böe. Das Leben ist eine Achterbahn, Scheiße. Auf die wir gerne rückwärts fahren. So habe ich mir das Leben ausgemalt. Ich laber Schrott. Ist egal.